Neuzugang Nils Körber, Mikrofon von VfL TV. Nils, erzähl doch mal ganz kurz, warum hast du dich für einen Wechsel zum VfL Osnabrück entschieden? Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Also man schaut, es ist ein geiles Stadion hier, du hast gute Fans, gute Bedingungen. Dann natürlich auch noch ein Torwarttrainer, der sich jetzt für meine Position super mit jungen Torhütern auskennt, mit Laientorhütern auskennt, so wie das jetzt bei mir der Fall ist. Wenn du Marius Gersbeck schaust oder auch Marvin Schwebe, die sich hier super weiterentwickelt haben, glaube ich schon, dass das hier ein gutes Pflaster ist, um sich als junger Torwart zu beweisen und weiterzuentwickeln. Du hast Marius Gersbeck angesprochen. Jetzt liegt natürlich eine Frage auf der Hand. Hast du mit ihm gesprochen? Und wenn ja, was hat er dir über den VfL und Osnabrück an sich erzählt? Ja, ich habe natürlich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn direkt gefragt, wie der Verein seiner Meinung nach ist. Und der hat mir nur Positives berichtet. Er hat gesagt, dass du hier gute Fans hast, die auch die Mannschaft in den einzelnen Spielen gut nach vorne peitschen. Dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen einfach hier super sind, vor allem für die dritte Liga super sind. Dass der Torwarttrainer gut ist, dass der ein super Auge hat, die jungen Torhüter gut weiterbringt. Und ja, das waren so die Sachen, über die wir gesprochen haben. Gesprochen hast du auch mit Trainer Daniel Thun und Sportdirektor Benjamin Schmedes. Was haben sie dir mit auf den Weg gegeben und wie konnten sie dich vom VfL überzeugen? Ja, da waren einige Dinge dabei. Im Trainer habe ich ein bisschen über die Spielphilosophie gesprochen, die mir auf jeden Fall liegt, die ich ähnlich sehe oder ja. Gleich sehe. Und die haben einfach mir nur erzählt, dass sie von mir überzeugt sind. Und das ist ja schon ein Teil, was wichtig für einen Spieler ist. Jetzt ist aktuell noch Sommerpause. 20. 22. Juni geht es los bis zum Trainingsstart. Wie verbringst du die Zeit bis dahin? Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub. Jetzt bin ich in Berlin und natürlich ist jetzt wieder die Zeit vor der Vorbereitung, wo du dich selber ein bisschen fit machen musst. Und das mache ich soweit in Berlin. Und dann geht es nächste Woche ja schon los. Dann habt ihr einige Zeit intensive Vorbereitung vor euch, bis es dann Ende Juli mit der Liga losgeht. Was nimmst du dir vor mit dem VfL Osnabrück für die kommende Saison? Natürlich besser abzuschneiden als letztes Jahr. Ne? Du hast hier wieder dann neu zusammengewürfelte Mannschaft, die erstmal funktionieren muss, aber dafür hat man die Vorbereitung Zeit. Und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt auch bei den Neuverpflichtungen auf jeden Fall qualitativ sehr stark ist. Dem Platz letztes Jahr auf jeden Fall nicht gerecht war und auch dieses Jahr nicht gerecht sein würde. Deswegen denke ich, dass man auf jeden Fall weiterkommen möchte. Dafür wünschen wir viel Erfolg. Danke, Nils. Danke.